Physical Funk ist die erfolgreichste Tanzgruppe der Metropolregion. Vor 13 Jahren gegründet, mittlerweile weltweit mit zahlreichen Preisen dekoriert. Ihr Tanzstil nennt sich Urban Dance, eine Kultur, die in den Straßen der Großstädte entstanden ist. Der Ursprung geht weit zurück ins späte 19. Jahrhundert zum Jazz Dance, der sich weiterentwickelt hat und in den 1980er Jahren immer populärer wurde. Physical Funk war eigentlich nur projektbezogen. Wir wollten unbedingt zur Weltmeisterschaft und Minimum war 5 Tänzer, ist heute noch so die Regeln. Und wir waren aber nur zu dritt, das war ich, der Louis, meine Frau Anna, wir hießen 2,5. Und dann haben wir einfach noch dazu Leute geholt, damit wir einfach dahin gehen können zur WM, um Deutschland zu vertreten. Und ja, und mittlerweile sind wir schon eine Familie und verstehen uns super und es passt einfach. Aber Physical Funk, das ist nicht nur eine Tanzgruppe. Sie verstehen sich auch als kulturelles Modell für Jugendliche. Gewaltfreiheit, Verständigung und Toleranz sind Werte, für die sich das Team einsetzt. Die Mitglieder kommen aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Kulturen. Was sie eint, das ist der Tanz. Weil kommt zum Tanzen erstmal, glaube ich, aus Interesse. Und zweitens, glaube ich, auch an Anerkennung. Ich glaube, jeder Mensch sucht Anerkennung und das kann man auch vom Tanzen sehr gut übertragen. Und ich glaube, wir haben so viele Jahre schon auf dem Buckel, dass wir einfach sagen wollen, es reicht, wir wollen mal durchsetzen, was wir machen und wir können das auch und wir wollen es auch gerne die Welt zeigen. Und ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Mut und auch ein bisschen Bühnengeilheit, würde ich sagen, dass man jedes Mal auf die Bühne geht und jedes Mal was Neues zeigen will. Und das sind Physical Funk. Mr. Quick, Anna, Ilke, Amino und Dance Dine. Und das können sie am besten. Mehrere deutsche Meisterschaften, Europameister, Top 5 bei der WM in Las Vegas. Die Erfolgsliste ist lang. Das Tanzen, das, es befreit uns. Es lässt alles hinten dran stehen. Stress, Probleme, Arbeit oder auch Schwierigkeiten, die man im normalen Leben hat, im alltäglichen Leben. Neben den eigenen Auftritten bei Meisterschaften oder Großveranstaltungen ist die Gruppe auch regelmäßig Ausrichter von Tanzevents, wie vor kurzem in der Jungbuschhalle, als mehrere hundert Teilnehmer aus ganz Europa nach Mannheim kamen. Dabei waren dann alle unterschiedlichen Tanzstile zu beobachten, von Laien allerdings kaum zu unterscheiden. B-Boying ist sehr groß, macht man viel Akrobatik und kommt von Top Rocking, die machen große Sachen und es ist immer ein richtiges Battle miteinander. Dann gehen sie runter und machen was Akrobatisches. Dann Popping ist auch Electric Boogaloo, da ist sehr viel auch von Robot drin, boom, klack, sehr langsam mit harten Snares. Locking, was ich heute getanzt habe, ist sehr funky. Also, das kommt von dem ganzen Soul Dance Zeug. Ja? Also mein Lieblingsstil auf jeden Fall. Und Hip-Hop ist mittlerweile alles gemischt. Also sie tanzen einfach von den ganzen Hip-Hop-Dingern. Boom, zack, boom, zack. Wer es noch nicht verstanden hat, hier nochmal Anschauungsunterricht. Mr. Quick und seine Interpretation von B-Boying, das zu den populärsten Spielarten der amerikanischen Urban-Style-Kultur gehört. Anna mit Dancehall zur passenden Reggae-Musik. Ilke mit einer Hip-Hop-Version. Entstanden ist dieser Tanzstil in den 1970er Jahren in den New Yorker Bronx. House, ursprünglich aus Chicago kommend, wurde schnell eine weltweite Form der Bewegung, hier von Amino präsentiert. Dance Dine, erst seit kurzem Mitglied der Physical Funk, mit Locking, der meist verbreiteten Art von Tanz beim Urban Style. Und zum Abschluss Popping, roboterhafte Bewegungen, die man so oder so ähnlich schon gesehen hat. Spektakulär ist das, was Mr. Quick zeigt, der offenbar Gelenke aus Gummi hat.
ohne das Tanzen, glaube ich, sind viele von uns irgendwie auf schlechte Dinger gekommen oder auf schlechte Bahnen. Und das Tanzen an sich hat uns von vielen Sachen weggenommen. Man sieht zum Beispiel, viele von uns tanzen auch Hauptberuf, weil es macht uns einfach Spaß. Weil zum Beispiel, ich arbeite mit der Jugendförderung Mannheim zusammen und gebe Unterricht in den Schulen und versuche den Kindern eine andere Möglichkeit zu zeigen, dass Tanzen auch was anderes bringen kann, außer irgendwie einen Club, sich besaufen und mal Halligalli machen, sondern auch mal was Gescheites aus dem Tanz machen. Habe ich recht, ja, da? Physical Funk verkörpert eine Kultur, die das Wort Integration mit Leben erfüllt. Ganz nebenbei tänzerische Höchstleistungen vollbringt und älteren Zeitgenossen zeigt, dass sich Jugendliche durchaus Gedanken machen über das Zusammenleben verschiedener ethnischer Gruppen.